Moin, liebe Imkerkollegen. Heute erzähle ich euch ein bisschen was über die Betriebsweisen, so wie ich sie sehe. Und ja, warum? Weil ich aus heiterem Himmel Imkerpate geworden bin von einer ganz netten Jungimkertruppe. Und da vergesse ich immer viel, was ich am Volk noch erzählen wollte. Und dazu gehört natürlich auch die Wichtigkeit der Betriebsweisen. Ja, ansonsten ist es bei mir so, wie bei fast jedem von euch, viel geerntet, viel Arbeit und wenig Zeit. Ihr kennt das Spiel. Und daher sind mir die Betriebsweisen so wichtig, weil auch so ein Schwarm hat eine ganz klare Struktur und darauf basieren eben die Betriebsweisen. Wir haben unser Brutnest im Bereich des Fluglochs. Darauf kommt der Pollen, manchmal halbmondförmig, herumgelagert, aber wenn zu viel eingelagert wird, wird er auch mal im Brutnest eingelagert, genau wie Honig auch. Das hängt immer von der Tracht ab. Honig wird versucht, immer nach oben zu legen und drückt dann, wenn sehr viel kommt, das Brutnest langsam nach unten. Natürlich erst, wenn die Brut schlüpft, das heißt 21 Tage, und in der Zeit kann es natürlich sehr eng werden und dann bauen die Bienen gerne nach unten aus und versuchen da das Brutnest zu erweitern. Aber wir haben eben einen Stopp. Das ist das Brutnest an sich, weil 21 Tage braucht die Brut, bis sie schlüpft. Und manchmal kommt so viel Tracht rein, dann passt das Ganze nicht mehr. Und im Grunde wird weniger Brut angelegt als die Jungbienen, die schlüpfen, und die Ammenbienen haben kaum noch was zu tun und es kommt zum Schwarm. Deswegen werden diese Wildvölker nicht so groß wie unsere Wirtschaftsvölker, weil wir eingreifen. Wir sortieren dieses System etwas um, damit wir etwas mehr Honig bekommen. Trotzdem gibt es auch heute noch Systeme, die mit einem Raum klarkommen. Das ist zum Beispiel die Korbimkerei, die Zeitler. Sie haben einen Raum, den sie den Bienen überlassen und die Bienen organisieren sich da. Und der Imker greift eben nicht ein. Aber es gab immer schon sehr intelligente Imker, die dann die Magazinbeuten, Hinterbehandlungsbeuten entwickelt haben, die uns zwar helfen, mehr Honig und größere Völker zu haben, aber auch Probleme machen können, wenn wir zu langsam arbeiten. Ein kleiner Raum kann am Anfang des Jahres sehr gut helfen, aber wir werden, wie gesagt, sehr schnell groß auf 3 Tagen. Die einfachste Betriebsweise ist natürlich die ohne Absperrgitter und dann mit einem Verschiebeableger. Das habe ich von Facebook übernommen. Ich setze den Link unten rein. Wir haben also unseren Dreizager und wir haben unser Brutfeld nach vorne zum Flugloch sortiert und danach richten sich als erstes die Bienen. Wenn die Tracht gut ist, kommt natürlich auch Pollen rein und Honig. Die Bienen sortieren diesen natürlich nach oben. Und es zeigen sich dann auch wirklich schöne Honigrähmchen ohne Brut, die man dann sehr gut schleudern kann. Der Drohnenrahmen kann auch eben mit reingenommen werden und man hat so eine Sortierung, die eigentlich sehr gut funktioniert. Trotzdem gibt es hier auch Schwierigkeiten. Wenn sehr viel Tracht ist, wird wieder das Brutnest verhonigt und dort Pollen eingetragen und nach oben hin kommt nichts an. Genauso wie wenig Tracht, dann kann das Brutnest auch langsam nach oben wandern. Und die Königin orientiert sich dann dort. Dann möchte ich hier noch eine Schwierigkeit erwähnen, die bei allen Betriebsweisen vorkommen kann, wenn man nämlich zu spät einen Raum gibt. Ob das jetzt ein Honigraum ist oder ein Brutraum ist, ist völlig egal. Ich habe das hier mal verdeutlicht an meinem Honigraum, den ich abgenommen hatte. Man sieht ganz schön, wenn der Honig verdeckelt ist, sind da kaum noch Bienen. Und das ist für die ein Stoppsignal. Da kann man dann ruhig einen Raum oben drauf stellen. Da wird oben nichts eingelagert. Das ist für die Stopp und sie versuchen nach unten hinzubauen. Deswegen ist es immer gut, wenn man dann einen Honigraum nach unten setzt oder eben Brutraum, wie man es nehmen möchte. Hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die sitzen auf den offenen Zellen und nicht auf den verdeckelten Zellen. Einfachste Lösung ist natürlich immer zu schleudern oder einen Raum unterzusetzen, wenn das möglich ist. Dies ist eins der häufigeren Probleme. Das hier ist ein Volk, was ich mit meiner Betriebsweise erzeugt habe. Ihr seht sehr viel Bienenmasse. Da muss ich natürlich ran und arbeiten, dass die nach oben gehen. Solange die nach oben so aufsitzen, kann man immer einen guten Raum geben.
Und den nehmen sie freudig an. Bei dieser Masse an Bienen muss man natürlich an einen Ableger denken. Und da ist der Verschiebeableger mit Königin am einfachsten. Man nimmt die Königin, nimmt ein paar Brutwaben, setzt den Ableger direkt auf die Stelle des Wirtschaftsvolkes und setzt das Wirtschaftsvolk eben um. Der Ableger mit der Königin wird durch die Flugbienen vom Wirtschaftsvolk deutlich verstärkt, wird also zum Flugling mit Königin und das Wirtschaftsvolk verliert die Flugbienen, die es bei einem Schwarm ebenfalls verlieren würde. Dadurch gewinnt man Zeit und man hat entspanntes Imkern. Hier zeige ich euch nur die Aufnahmen von einigen Durchsichten von meinen Völkern. Dass die Betriebsweisen beruhen fast alle auf Raum geben, Raum entsprechend einengen, dass der Honig genau da gelagert wird, wo man es möchte und nicht unbedingt im Brutnest und eben auch Bienenmasse zu schaffen, aber nicht zu viele Bienen, um eine Schwarmstimmung zu verhindern. Darauf beruhen fast alle Betriebsweisen und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Betriebsweisen, man muss sich nur für eine entscheiden. Und diese sollte man konsequent umsetzen, denn dann hat man im Honigraum auch genug Bienen, die den Honig dort einlagern und eine gute Honigernte bringen. Bei der Magazinimkerei gibt es also zwei Brutraumbetriebsweisen, Einraumbetriebsweisen oder auch Dreiraumbetriebsweisen ohne Absperrgitter. Alle relativ simpel und einfach, wenn man die Struktur kennt und sich eben auch daran hält. Das ist bei Dadant ein wenig anders. Da verschieben wir den Brutraum. Je nach Leistung der Königin wird dieser angepasst. Und dadurch ist man natürlich viel flexibler. Man hat also einen großen Raum zur Verfügung und kann diesen entsprechend dem Volk der Königin anpassen. Doch die Ordnung bleibt immer die gleiche. Brut ist unten, Pollen ist unten und der Drohnenrahmen ist unten und oben sollte der Honig eingetragen werden. Bei allen Betriebsweisen gilt, man muss die Zeichen des Volkes richtig deuten und Raum geben an der richtigen Stelle, um eine Schwarmstimmung gegebenenfalls zu verhindern. Wie gesagt, es gibt auch Betriebsweisen wie die Korbimkerei, die Zeitlerei, die arbeiten mit Schwärmen. Da wird gar nicht viel am Volk gearbeitet. Aber wenn wir die Magazinimkerei nehmen, dann sollte man schon schauen, dass man dem Volk es leicht macht und nicht unbedingt zum Schwärmen bringt. Viel Spaß beim Imkern!